Deutschland verpasst im letzten Nations League-Spiel gegen die Niederlande trotz 2:0 Führung einen versöhnlichen Jahresabschluss. Im DFB-Team herrschte anschließend Enttäuschung vor. Die Stimmen zum bitteren Remis gegen den Erzrivalen. Joachim Löw, Bundestrainer: Ich bin sicherlich ein bisschen enttäuscht über das Ergebnis. Über die gesamte Spielzeit habe ich aber mehr Positives als Negatives gesehen. Jetzt sind wir am Ende bestraft worden, das ist natürlich bitter. Es zieht sich ein bisschen durch das Jahr. Wir haben über weite Strecken sehr gut gespielt. Wir müssen lernen, so ein 2:0 über die Bühne zu bringen. Das sind jetzt Erfahrungswerte, aus denen wir lernen müssen. Toni Kroos: Das Ergebnis ist dem Spiel nicht angemessen, aber das haben wir dieses Jahr schon oft erzählt. Ich glaube, jeder hat das Gefühl, dass es über weite Teile gut war. Jetzt bleibt das hängen, was am Ende passiert ist. Als Mannschaft hätte uns ein Erfolgserlebnis gut getan. Mehr dazu: Deutschland vs. Holland, das DFB-Team in der Einzelkritik. Timo Werner: Das ist schade. Wir hatten bis zur 85. Minute alles im Griff und hätten vorzeitig das 3:0 machen können. Am Ende haben wir uns nicht belohnt, da ist wieder alles schiefgegangen. Leroy Sané: Das Ergebnis ist ärgerlich. Wir haben früh getroffen und dann direkt nachgelegt. Wir müssen das dritte Tor machen, dann kann man das Spiel locker runterspielen. So ist es aber anders gelaufen. Ronald Koeman, Nationaltrainer Niederlande: Wir sind Gruppensieger. Es ist großartig, dass wir nächsten Sommer zwei wichtige Spiele mehr haben. Punkt. Ich habe den Spielern in der Pause gesagt, wenn wir das 1:2 machen, schaffen wir auch noch den Ausgleich.